Was soll das alles? Wir schreiben Geschichte, Brian. Einen Schlüsselmoment in der Geschichte des Glücklichseins. Nimm doch Platz. I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me, you gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me. Verdammt krasser Scheiß, was? Wow, danke, dass du mir die Augen für dieses Wunder geöffnet hast. Freut mich, dass es dir gefällt. Basleitje hätte es sich ja auch gefallen, wenn er sich hierher bemüht hätte. Hey, gehen wir zusammen in meine Wohnung. Und noch viel weiter. So, ich stand jetzt 36 Stunden vor der Abtreibungsklinik und hier sind die Fotos von jedem Mädchen aus deiner Klasse, das reingegangen ist. Gut, danke. Jetzt ruf sie an und tu so, als wärst du ihr totes Baby. Nein, das war der letzte Punkt auf deiner Liste. Ich kann nicht mehr weitermachen. Das hättest du dir überlegen müssen, bevor du Mom beklaut hast. Du gehörst mir. Hier, der Schlüssel von meinem Postfach. Ich will, dass du in die Stadt fährst und meine Post da rausholst. Deine Post kommt nicht hierher? Nein. Ich bekomme viele vertrauliche Briefe aus Holland. Von wem? Ich gehöre zu einer Gruppe, die jedes Jahr das Haus von Anne Frank verwüstet. Weißt du was? Nein, es reicht! Ich mache deinen Scheiß nicht mehr, Mac! Begreifst du nicht? Du hast keine andere Wahl. Wenn ich Mom und Dad von dem Geld erzähle, dann verpassen sie dir ein Jahr Hausarrest. Ist mir egal, sag's ihnen! Ich werde nicht mal mehr hier sein! Ich laufe weg und niemand wird mich wiedersehen! Gut, hau ab! Dich wird keiner vermissen, du bist nur ein kleiner Dieb! Wo willst du hin? Warte, an wen willst du dich wenden? Du hast doch nicht mal Freunde. Hi, ich bin zu Hause abgehauen. Darf ich vielleicht bei Ihnen wohnen? Bei mir wohnen? Ich glaube, ich muss mich zwicken, um sicherzugehen, dass ich nicht träume. Halleluja, es ist wahr. Mr. Herbert, es ist 18 Uhr, ich bin noch nicht müde. Ich hab dir 3 Becher Erkältungssirup eingeflößt, du wirst bald schlafen. Okay, gute Nacht, Mr. Herbert. Süße Träume, Chris. Mr. Herbert, was ist das Wichtigste im Leben? Am wichtigsten ist es, neue Dinge auszuprobieren, koste das Süße und das Bittere. Hab keine Angst, alles anzunehmen, mit dem das Leben dich konfrontiert. Wow, so habe ich das noch nie gesehen. Danke, Mr. Herbert. Aber neue Dinge können einem auch Angst machen. Nein, Chris. Das Leben ist wie ein neuer Baseballhandschuh. Anfangs glaubst du, du fängst nie ein Bällchen damit. Doch dann ölst du ihn ein, dehnst ihn ein bisschen mit deinen Fingern und schon bald fühlt er sich an wie eine zweite Haut. Das hört sich sinnvoll an. Entschuldigung. So sinnlos ist noch nie ein Ziales verschwendet worden.